Hacker, das sind zunächst einmal Menschen, die sich für das Funktionieren von Maschinen und Computern interessieren und deren Grenzen ausloten. Erst was sie dann mit ihren Erkenntnissen machen, entscheidet über Gut oder Böse. Die Hacker vom Chaos Computer Club setzen sich seit jeher für Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Informationsfreiheit ein. Und so gibt es viel zu besprechen beim Hauptkongress in Hamburg in einem Jahr, in dem Cyberangriffe, Online-Hassrede und die Sorge vor manipulierten Wahlen Schlagzeilen machten. Die Rakete namens Feenstaub ist längst Symbol des jährlichen Hackerkongresses des Chaos Computer Clubs. Die Tickets in diesem Jahr in Rekordzeit ausverkauft. 12.000 Hacker und Experten tauschen sich aus über technische und politische Fragen. 2016 sorgten große Hackerangriffe für Aufsehen. Die werden auch in Hamburg Thema sein. Hier kommen die Menschen zusammen, die einerseits besondere technische Fähigkeiten haben, die sich aber gleichzeitig der Verantwortung bewusst sind, die damit einhergeht und die ihre Fähigkeiten in den Dienst einer besseren Zukunft, einer sichereren Gesellschaft stellen wollen. Fähigkeiten, die gebraucht werden. Bei der Telekom legten Hacker hunderttausende Router lahm. Der US-Konzern Yahoo musste einen der größten Datendiebstähle aller Zeiten gestehen. Und im US-Wahlkampf verschafften Hacker sich Zugang zu E-Mails führender Demokraten. Die diskreditierten Hillary Clinton und ihre Partei und könnten Donald Trump zum Sieg verholfen haben. Experten sagen, Hackerangriffe bleiben an der Tagesordnung. Immer mehr wird digitalisiert, immer mehr ist hackbar und hat auch mehr Konsequenzen. Deshalb spüren wir jetzt einfach mehr, was eigentlich die Auswirkungen auf das Leben sind. Und ich denke, das wird wahrscheinlich genauso weitergehen. Die Teilnehmer des Hackerkongresses warnen, gerade im Bundestagswahlkampf 2017 müssen sich Parteien und Politiker einstellen auf Cyberangriffe. Sie hier wollen helfen, Antworten zu finden.